Hallo, liebe Studierende, liebe Interessierte. Willkommen zu einem kleinen Exkurs zum Thema RNA-Impfstoffe. Hier besteht ja bei vielen Menschen verständlicherweise eine gewisse Verunsicherung, weil hier recht neue Technologien zum Einsatz kommen. Leider kursieren dazu aber auch einige Fehlinformationen und deshalb ist es wichtig, hier den Hintergrund zu verstehen und einordnen zu können. Diesen möchte ich hier kurz zusammenfassen. Als Impfstoff kommt hier eine Messenger-RNA, kurz mRNA, zum Einsatz, die den Bauplan für ein Virusprotein, das Spike-Protein, darstellt. Anhand dessen stellen die Zellen, die die mRNA erhalten haben, nach der Impfung das Protein her und präsentieren Teile davon den Zellen des Immunsystems. Das Immunsystem erkennt dieses fremde Protein und aktiviert eine Immunantwort dagegen. Weil das Immunsystem durch die Impfung gegen dieses Protein trainiert wird, kann es anschließend bei einer Infektion auch das Virus eliminieren. Bei der Impfung ist eine Infektion durch das Virus also nicht möglich, weil ja nicht mit einem Virus geimpft wird, sondern mit dem Bauplan für nur ein einziges Protein davon, das alleine für sich harmlos ist. Eine Veränderung des Genoms der Zellen durch einen RNA-Impfstoff, wie man manchmal leider fälschlicherweise lesen kann, ist ausgeschlossen. Das Genom besteht aus DNA und sitzt im Zellkern unserer Zellen. Davon werden RNA-Abschriften hergestellt. Diese RNA-Abschriften sind dann im Zytoplasma und können als Bauanleitung für Proteine verwendet werden. Nach einigen Stunden bis Tagen werden sie dann abgebaut, so wie auch die mRNA eines Impfstoffs. RNA kann also nicht in das Genom eingebaut werden. Jetzt könnte man einwenden, dass es eine Rückübersetzung von RNA in DNA, genannt reverse Transkription, bei Retroviren durchaus gibt. Das ist zwar grundsätzlich richtig, passiert aber eben nur bei Retroviren und nicht spontan in menschlichen Zellen. Und selbst Retroviren machen das nur mit ihren eigenen speziellen Retrovirus-Sequenzen und nicht mit irgendwelchen RNAs. Also eine Genomveränderung durch die Impfung ist damit eine klare Fehlinformation. Eine Vererbung der Impfsequenz an Nachkommen ist deshalb natürlich ebenfalls ausgeschlossen. Abgesehen davon erfolgt die Impfung üblicherweise in den Oberarm. Die meisten werden wissen, dass die Fortpflanzung bei uns aber nicht über den Oberarm funktioniert, sondern über die Keimzellen. Und die liegen bekanntlich anderswo. Zurück zu RNA. Dieser RNA-basierte Forschungsansatz wird schon seit den 90er Jahren für Impfstoffe und verschiedene Arten von Medikamenten, wie zum Beispiel gegen Krebs, erforscht und entwickelt. Diese Erfahrungen konnten nun für die Entwicklung des Impfstoffs verwendet werden. Viel Forschungsarbeit ist hier in die genaue Struktur der mRNA hineingeflossen. Die mRNA kann einerseits das angeborene Immunsystem stimulieren. Dazu gehören übrigens auch die möglichen Impfwirkungen wie Fieber oder Kopfschmerzen, die anzeigen, dass das Immunsystem reagiert. Deshalb sind in RNA-Impfstoffen auch keine weiteren Wirkverstärker, genannt Adjuvantien, nötig. Andererseits darf diese Antwort nicht zu stark sein, damit die mRNA nicht zu schnell abgebaut, sondern ausreichend translatiert wird und zu genügend Spike-Protein führt, was für die Antikörperantwort wichtig ist. All diese Optimierungen wurden seit Jahren entwickelt und konnten jetzt direkt für den Corona-Impfstoff angewendet werden. Jetzt kann man aber RNA nicht einfach so als Injektion applizieren, weil sie viel zu instabil ist und sofort von Enzymen, den RNAsen, abgebaut würde. Wer schon einmal im Labor mit RNA gearbeitet hat, weiß, dass man da sehr aufpassen muss, sonst ist die RNA schneller abgebaut, als man schauen kann. Deshalb muss der RNA-Impfstoff verpackt werden. Und damit sind wir bei den Lipid-Nanopartikeln. Nanopartikel bedeutet, dass die Strukturen eine Größe im Nanometerbereich aufweisen. In diesem Fall bestehen diese aus Lipiden, wie sie auch in unseren eigenen Zellmembranen vorkommen. Man kann sie sich als winzige Fetttröpfchen vorstellen, ähnlich wie bei uns im Blut die transportierten Cholesterinpartikel.
Und auch ähnlich wie diese werden auch die Impfstoff-Lipid-Nanopartikel durch Endozytose in die Zellen aufgenommen. Dabei setzen sie die RNA im Zytoplasma frei. Dass die Entwicklung von Impfstoffen hier viel schneller erfolgt ist, als das normalerweise der Fall ist, und dass jetzt erstmals RNA-Impfstoffe zum Einsatz kommen, hat mehrere Gründe. Coronaviren sind grundsätzlich lange bekannt, sodass schon sehr viel Wissen über diese Art von Viren und die Rolle des Spike-Proteins für die Immunreaktion vorhanden war. Die der Impfung zugrunde liegenden RNA- und Lipid-Nanopartikel-Technologien werden seit über 20 Jahren erforscht und entwickelt. Zur Behandlung von Krebs mit dieser Technologie und für eine Impfung gegen Tollwut wurden bereits seit einigen Jahren klinische Studien durchgeführt. Es gibt sogar seit 2018 ein zugelassenes Medikament auf der Lipid-Nanopartikel plus RNA-Basis. Die Adaptierung für ein SARS-CoV-2-Protein auf dieser bestehenden Basis war damit relativ schnell möglich, sobald die Sequenz des Virus im Januar 2020 analysiert worden war. Wenn man also die oft zitierten vielen Jahre Entwicklungsarbeit für einen neuen Impfstoff als Vergleich heranzieht, dann muss man auch konsequenterweise bereits viele Jahre Technologieentwicklung und Studien im Fall des SARS-CoV-2-Impfstoffs dazuzählen. Dazu kommt noch ein beschleunigter Verfahrensablauf. Während der Zulassungsprozess normalerweise viele Schritte vorsieht, die nacheinander ablaufen, wurden jetzt Prozesse parallel und damit zeitsparend durchgeführt. In diesem Rolling Review-Verfahren prüften die Behörden die Datenpakete fortlaufend und nicht erst, wenn ein vollständiger Zulassungsantrag vorlag. In der finalen klinischen Phase 3 wurden bei den am weitesten fortgeschrittenen RNA-Impfstoffen jeweils über 40.000 bzw. 30.000 Personen getestet, ohne dass schwere Nebenwirkungen beobachtet wurden. Dieser Umfang geht übrigens sogar über viele sonstige klinische Studien deutlich hinaus. Insofern wurde die Zulassung auf einer Datenbasis durchgeführt, die trotz der kurzen Zeit den üblichen Standards mehr als entspricht. Darüber hinaus wurde die Abwägung des Impfrisikos im Vergleich zum Nutzen durchgeführt. Dem möglichen Risiko, das man bei Milliarden von Menschen für Einzelne nie zu 100% ausschließen kann, steht eben die akute Gefährdung sehr vieler Menschen durch die Infektion gegenüber. Oder anders gesagt, früher oder später werden die meisten von uns immun sein, entweder durch eine Infektion oder durch eine Impfung. Die Impfung ist mit Sicherheit die ungefährlichere Variante.